Hallo, meine lieben Schüler, heute möchte ich euch etwas zur Winkelsumme im Dreieck erklären. Ich habe bereits zwei Dreiecke aufgezeichnet und man sieht, ich habe in jedem Dreieck zwei Winkel gegeben und der dritte Winkel fehlt. Zwei gegeben, der dritte Winkel fehlt. Wie kann ich jetzt den dritten Winkel berechnen? Das ist ganz einfach. In jedem Dreieck beträgt die Winkelsumme 180 Grad. Wenn ich das weiß, brauche ich nur die bereits bekannten Winkel von meinen 180 Grad einmal abziehen. Das heißt 180 Grad minus 90 minus 40 und dann erhalte ich 50 Grad. Das heißt, dieser Winkel beträgt 50 Grad. Schauen wir uns das andere Beispiel an. Auch hier kann ich mit der Winkelsumme arbeiten. 180 Grad minus 30 Grad und minus 25 Grad. Und das beträgt 125 Grad. Das war's schon. Tschüss!